Guten Abend, willkommen zurück bei Bier und Spieler. Heute eine neue Folge Destiny. Wir gucken mal, ich habe noch zwei alte Levels, die ich noch abgrasen muss. Und ansonsten jetzt mit der Story ganz normal weiter. Von wem? Prinz Altrim? Erzähl doch wieder keine Geschichten. So, jetzt muss ich mir natürlich ein Bierchen aufmachen, wie sich's hier hört, gell? Stecke ich mir ein Zigarettchen an. Und dann sage ich mal, in 1, 2 Minuten starten wir auch durch. Die Zeit haben wir ja wohl. Einmal müssen wir auf den Mond und einmal auf die Venus. Da müssen wir hoch. Dann ab in Orbit. Sorry, sorry, sorry. So, jetzt sieht es erstmal eine ganz kleine Mondcrest. Zum Warm werden. Hier, das ist von einem alten Warlock namens Osiris. Oh, bei Osiris und Apis. Aus derselben Grube. Erheben sich aus der Kluft. Und verschlingen Materie, Licht und Leben. Alles klar, krasse Typen. Unaufhaltsam, doch zu bremsen. Die Schreine von Oryx müssen zerstört werden. Ich glaube, das kriegen wir hin, wenn wir hier ruhig machen. Es gibt hier einen Schrein, aber er befindet sich tiefer im Höllenschlund, als wir je vorgedrungen sind. Okay. Wir sollten versuchen, ihn zu zerstören, bevor es zu spät ist. Der wird doch schon mal bewacht, auf jeden Fall. Wisst, dass ihr der Sniper kommt, war. Ach, ich habe ja meine neuen Granaten. Na, jetzt wird's interessant. Ist ja alles ruhig. Das ist mir ein bisschen zu ruhig. Was hier los ist. Hier quackert schon wieder der schwarze Kuh. Hier siehst du es, Felix, wie bei Alien, ey. Da kommt die ganze schwarze Quaste raus. Hier hängen sie in Reihe und Glied, die ganzen Schwerter. Schick, schick, schick. Das ist eine Waffenkammer für was Großes. Anscheinend, hier ist der Riesenkrater vom Mond. Ich orte Gefallene. Stärker als normal. Etwas hat sie aufgeschreckt. Ich bleibe dran. Na, aber guck mal, wie viele Tote hier sind, ey. Bin doch nicht der Erste, der hier rumräubert. Die Gefallenen. Sie greifen den Höllenschlund an.
Ach du Scheiße, das ist ja die richtige Leichenkammer hier, Mann. Muss ich mich hier abhalten? Nee, ich kann einfach weiter. Wenn ich die Comms richtig übersetzt habe, ist einer ihrer Barone hier. Die kriechen nicht oft aus ihren Skiffen hervor. Klingt nach einer Gelegenheit. Von Münchhausen oder wer? Tatsächlich, da ist er. Erwischt. Ein Baron weniger, der Probleme macht. Und jetzt zu diesem Schrein. Wissen, was an der Kette hängt, großes. Also müssen wir noch ein bisschen tiefer. Mach mal an hier, Taschenlampe, Kumpel. Diese Tunnel sind Kilometer lang. Alles schwarz. Die können wir nicht alle erkunden. Ruhig, großer, ruhig. Was zum Teufel war das? Irgendwas, was an den Ketten hängt? Ich will gar nicht wissen, was die da unten alles haben. Wer weiß, wie tief die gebuddelt haben? Es wird Zeit, dass mein zweites Messer kriege. Also ich bin jetzt schon ganz schön tief drin. So verrückt wie wir. Geil. Oh, ich stehe auf das Wurfmesser. Ich habe wohl vergessen. Das Wurfmesser, das macht es echt um vieles leichter. Bescheuerte Zeit funktioniert. Alter, jetzt rein ins Herzstück.
Servus, servus, alles schick. Selber auch alles gut. Da ist der Schrein. Finde einen Weg hindurch. Na, da sind wir doch gut dran. Na, mit Destiny 2, das ist doch schon durch. Habe ich doch schon gespielt. Die Open Beta war doch schon lange da. Das ist doch schon einen Monat her. Oder starten die jetzt nochmal neu? Muss dich ja anmelden oder was vorher, wenn es eine Closed Beta ist. War in Ordnung, kannst du dir sie auf meinem Kanal angucken. Direkt in der Destiny Playlist, nicht hier bei Destiny Lore. Das müssten die letzten 2-3 Videos sein. Es gab 2 Story Levels, ein Strike. Er hat sich schon angefühlt wie ein kleiner Mini-Raid. Und ein bisschen Multiplayer. Naja, klar, wenn es los ist, jetzt los. Darum spiele ich jetzt auch nochmal die ganze Story nochmal am Stück. Bevor es los ist, müssen wir mal reinkommen. Um einen Schwachpunkt zu finden. Da hack dich hier ein. Er ist mit einer Dunkelheit verbunden, weit hinter dem Rand des
des Systems. Ich muss die Verbindung irgendwie trennen. Hoffentlich werden wir in keinen transdimensionalen Strudel gezogen. Er ist geschwächt. Du musst ihn zerstören. Na. Die Verbindung getrennt. Der Schrein hat mit jemandem da draußen kommuniziert. Ihrem Gott oder König. Was auch immer es gewesen ist. Es kommt näher. So, da bin ich wieder. Ja, ich brauche nur schnell was zu trinken. Ich guck mir jetzt noch ein, zwei Level. Und dann jetzt von der richtigen Hauptstory weiter. Ich habe nur... halt doch nicht der nächste ist. Hier unten muss ich hin. Zum Archiv. Das hier kam gerade über einen sicheren Kanal vom Kryptarchen rein. Das Ishtar-Kollektiv umfasst die größten Denker des goldenen Zeitalters. Geil, der jetzt runter in die Schule. Ihr Archiv ist ein Wissensschatz, den die Gefallenen niemals in die Finger bekommen dürfen. Sichere das Archiv, dann stehen die Kryptarchen in deiner Schuld. Ja, das kriegen wir doch hin. Das Archiv ist unter dem Geröll der Akademie vergraben. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen.
Ja, das war's erstmal mit deinem Außenposten. Nein, ich spiele immer nur mit dem Charakter Alex, ich spiele nur mit dem Jäger. Das andere kommt mir gar nicht in die Tüte. Auch in den letzten 2-3 Destiny-Videos auf meinem, in der alten Playlist, habe ich auch alles nur mit dem Jäger gespielt. Bock auf Titan und Warlord. Und ich habe jetzt halt nochmal fürs YouTube habe ich nochmal einen neuen Jäger angefangen, mit dem ich die Story komplett am Stück spiele. Hier bin ich da genau richtig. Das ist die Uni. Hier muss ich rein. Hier ist alles zu am Empfang oder was? Na klasse. Was ist denn hier? Gucken wir doch mal hier unten eine Etage tiefer beim Hausmeister vorbei. Scheiße, alles zugewachsen. Boah, müssen wir mal gucken. Also komme ich hier nicht raus oder was? Fix. Archiv? Oh, wir sind mit auf einem guten Weg. Na toll. Die Gefallenen haben bereits Fuß gefasst.
Bräuchte hier noch irgendwo was? Nee, alles abgeräumt. Da, das Archiv. Die verlorenen Geheimnisse des goldenen Zeitalters. Seit Jahrhunderten unberührt. Das ist ja alles zugewachsen hier. Hier war ja ewig keiner mehr drin. Ja, aber pass auf hier. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Rohrpause. Ja, das muss ja drin sein. Verstecke ich mich hier mal und warte? Kann ja nichts passieren. Gebt mir 5 Minuten. Ich bin gleich wieder da. Na, guten Abend. So. Haben wir auf hier hoch, da wollen wir mal gucken, was da los ist. Vom altes Archiv. Bist du da gehackt, genau. Bitte nach dir. Fuck, Alter, wie lange warum das nicht mehr offen? Ach du Scheiße, das sind die Letzten, die flüchten wollten. Und da sind sie auch weit gekommen. Die sitzen aber schon ewig hier, ey. Aber wenn die Tür verschlossen ist, wenn sie hier nicht rauskommen, das waren die letzten Arbeiter bestimmt, die hier flüchten wollten. Kuckuck. Kuckuck. Sieht ja immer auch schön runter, schönen Keller. Unglaublich. Das Archiv hat teilweise noch Energie. Willkommen, Dr. Schimm. Bitte Sicherheitsfreigabecode eingeben. Dr. Schimm? Dr. Schimm? Wer ist das denn? Sehen wir uns das Terminal da vorne an. Bis später, Alex. Dieser Ort ist erstaunlich. Er ist größer als die Archive in Alt-Akra. Und danke fürs Zuschauen. Danke, Dr. Schill. Soll ich die Wex-Geisteskernanalysen korrelieren? Ach, wie höflich. Mal sehen, was Sie haben. Dr. Schill, eine Sicherheitsverletzung. Es gibt Eindringlinge. Protokoll 19. Gefallene, Sie müssen uns verfolgt haben.
sind denn hier alle her, ey? Muss ein Servitor sein, der von der Energie zehrt. Nix da, Servitor. Schnell nach dem rechten. Was für ein Chaos, aber ich erledige das. Großartig, sie greifen schon wieder an. Zurück zum Archiv. Guck hier, der Strom wird an. Alles wieder gut hier. Dann hack dich hier mal rein in den Rechner. Vielleicht findest du ja geheime Daten, Kumpel. Dieses Archiv ist erstaunlich. Wege in andere Galaxien und Karten von einer Wechselunterwelt namens Gläserne Kammer. Hoffentlich kann der Kryptarch etwas damit anfangen. Ich gebe ihm Bescheid. So, sonst wären wir ja nicht live, wenn sowas nicht vorkommen würde, gell? Haben wir doch schön abgemeistert. Sehr gut.
Okay, jetzt werde ich den Splitter klauen. Das kriegen wir hin. Na aber, guck doch mal, wer hier zuschaut. Brautkleid. Guten Abend. Alles begann mit Crota. Doch Crota war nur ein Diener seines Vaters, gesandt, um auch das letzte Licht zu ersticken. Die große Schlacht um die Seele unserer Welt endete in einem Blutbad. Der Sohn war tot. Wir zogen den Zorn von Oryx auf uns, des Zerstörers des Lichts. Oh, das Verschleppte ist der Vater. Nur die Aszendentenschar bewegt sich zwischen Rissen. Willst du Oryx, musst du in den Fußspuren des toten Sohns wandeln. Ja, ich muss ja auch in den Riss rein. Aszendent werden. Das base ich doch noch vom letzten Mal, Mäuschen. Aber ich brauche doch erstmal den Splitter. Halte dich an Tolens Tagebuch. Es hat mir durch meine Zeit in der Finsternis geholfen. Halt deine Pistole schussbereit, Hüter. Du musst dich zurück zu der Kammer begeben, in der sie Krotas Seele aufbewahrten. Ja, das kriegen wir hin. Geht ganz schön tief runter, ey, Wahnsinn. Ich bin ja mittendrin im Krater. Okay, okay. Gebt mir noch ein, zwei Minuten, ich habe gleich aufgeraucht. Ich könnte auch mal ein neues Bierchen aufmachen. Sonst wird es doch hier nicht heute. Ja, dann zum Wohl, mein Wulle. Zum Nutzen. Irgendwo quackert es doch hier in der Nähe. Ja, kurz gewartet, schnell geraucht. Jetzt verteile ich da keine Kopfschüsse heute. Jetzt ist besser. Das ist also der Plan. Wir müssen ein Stück Scharkristall stehlen, das nach Spuren von Krotas Seele enthält, damit wir ein interdimensionales Portal auf dem Grabschiff passieren und Oryx meucheln können. Richtig. Habe ich was ausgelassen, Ares? Nein, das ist alles richtig so. Es genau muss so machen vollbracht wir. Werden, bevor Oryx sein wahrsagendes Auge dieser Sphäre zuwendet. Viel Glück, Hüter. Oh, das hat gesessen.
Oh, krass. Sauber. Schön, noch dran sehen. Ach, hab doch hier, bin doch gut bewaffnet. Tolens Tagebuch enthält eine beeindruckende Menge Daten. Ich sollte es vielleicht mal lesen. Fertig. Manches ist wirklich faszinierend. Fertig, du Quatschkörb. Ein Grabschiff schirmt die Schar vor dem Licht des Reisenden ab. Sollten wir durch sein tiefstes Inneres gehen, würde unser Licht einer sterbenden Sonne gleichen. Ich glaube nicht, dass Tolens ein Partytiger war. Der Eimer, okay, der hat mir bestimmt nur Saubermachtdienst gehabt. Scheiße, jetzt habe ich eine Putzkraft erschossen. So, jetzt kommt da langsam wieder Licht in die Angelegenheit. Sich das selber, dass das Munitionsverschwendung war. Aber der steht nicht nochmal auf. Gibt's hier was? Ne. Wenn die Leibeigenen noch fressen, dann muss Kurtas Essenz noch bestehen. Die kommen gut, Mann, da kommen schöne Erfahrungspunkte rein. Die fressen hier an den Toten rum, an den Knochen, schön ein bisschen Scharfschützenmunition, sehr gut. Hä, ja, was gibt's denn hier zu scannen? Krass. Das hab ich ja immer übersehen. Ich habe mich immer gewundert, was sich durch diese Knochen gefressen hat. Kein mikrobisches Leben hier ist fähig, organische Materie zu zersetzen. Die Leibeigenen sind wahrscheinlich das auf dem Mond, was fleischfressenden Bakterien am nächsten kommt. Krass. Das kenne ich ja noch gar nicht. Hab ich hier irgendwas gescannt? Aha. Cool. Cool, cool, cool. Boah, das sieht fett aus hier. Sauron lässt grüßen.
hier irgendwas? Nee. Vielleicht ein Rückzugsort. Willst du wieder hochkommen? Du Scheiße, Alter. Ein riesengroßes Gerippe und das auf dem Mond. Da will ich nicht wissen, was hier früher gelebt hat, ey. Das hat nämlich auch die ganzen Höhlen hier gebohrt. Das wird ein riesen Erdwurm gewesen sind oder so. Geile Scheiße. Fett. Oh, Baby, was ist das denn? Das sieht mir aber ganz schön teilmäßig aus. Da ist aber dünner. Huch! Wo kommst du her? Oryx nahm sich gerade einen Ogre. Echt? Hat er den weggebeamt? Nicht einmal Oryx kann einen Ogre kontrollieren. Es sei denn, er ist besessen. Schnell jetzt. Ich brauche einen Splitter des Kristalls. Na, von welchem Kristall? Das ist der Kristall. Das sieht aus wie ein dreckiger aber hier liegen auch kleine Brocken davon. Nimm so einen kleinen Brocken mit. Wir haben den der ist ein Stück rausgeschnitten, geil. Ich wusste, es könnte vollbracht werden. Und enthält er immer noch den Fetzen von Crotas Seele? Meiner Analyse zufolge ist der Kristall leer. Mach wie nichts. Leer. Kehre zu mir zurück, Hüter. Und wir werden Oryx finden. Mäuschen, du hast ja einen schlechten Empfang. Nee, ihr habt ganz schlechten Empfang. Eris? Kate? Sieht so aus, als hätten wir sie verloren. Etwas blockiert unser Signal. Und unseren Teleport. Infektion! Dein oh yes, David! Wird hier. Oh, hau ab jetzt nicht abhauen. Es sind so viele von ihnen. Lauf! Wir müssen diesen Kristall hier rausschaffen. Es sind zu viele von ihnen. Lauf! Wie lange willst du das noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss erst mal gucken, was sie überhaupt machen soll. Eris hat überlebt, ihr Geist aber nicht. Können wir hier abhauen? Wir müssen an die Oberfläche gelangen. Eris hat überlebt, ihr Geist aber nicht. Können wir hier abhauen? Ja, ich probier's da. Ach so. Jetzt habe ich den winkenden Zaunpfahl verstanden. Wir müssen diesen Kristall hier rausschaffen.
Ich kann dich ja andauernd wiederbeleben, aber wir können auch einfach weglaufen. Richtig, hast du schon kapiert. Dann musst du aber auch draußen warten, wenn Raumschiff auf mich, Mann. Und keine Verarsche. Ich hau jetzt wirklich ab, ich knall jetzt nicht ab hier. Das könnte sie auch gut gehen. Ah, hier war der Eimerkumpel. Okay, ich bin nah dran. Aris, Kate, könnt ihr uns hören? Immer noch keine Verbindung. So muss die Schar Aris eingesperrt haben. Vielleicht weiß Tonant ja einen Ausweg. Haben uns eingesperrt. Ich sehe es mir mal an. Scheiße. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen hier in die ganze Geschichte. Türen waren früher so simpel. Ich suche nach dem Tagebuch. Ich bin schon seit langem überzeugt, dass das, was die übelsten Schar-Nachtmare festhält, losgelassen werden könnte, wenn die Energie, die in ihren Grabhüllen gespeichert ist, freigesetzt wird. Was haben wir denn hier Schönes? Sieht aus wie das Telefon von Herr der Ringe hier, von dem Zauber. Hey, eine Grabhülle. Erinnere mich daran, Kopien von diesem Tagebuch zu machen. Was? Wo bin ich denn jetzt drin?
Dieses Mal ist sie durch zwei Schlösser gesichert. Na und, scannt er die jetzt oder was? Heftig. Ja, jetzt geht's gleich weiter. Dann machen wir hier jetzt ein kleines Päuschen. Perfekt vom Ende mit dem kleinen Cliffhanger. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet wieder ein in der nächsten Folge Destiny. Aber wir machen jetzt gleich noch eins, Bulle, oder was? Guckst du noch mit zu, oder wie? Also heben wir 5 Minuten, dann jetzt los. Oder wer auch immer hier noch zuschaut. Danke euch fürs Zuschauen, wenn euch das Konzept gefällt. Kommentar runter oder Daumen nach oben. Ne? Also bis später, Amigos. Lasst euch gut gehen. Tschüss.